Hallo, ich bin Raphael und ich möchte euch heute zeigen, wie man mit unseren Farben marmoriert. Hier sind ein paar Beispiele dafür, wie das am Ende aussehen kann. Oder auch bei dieser Tasse hier sieht man die schönen Effekte. Und ich möchte heute diesen Teller hier marmorieren und euch das mal zeigen. Und dazu habe ich folgende Farben ausgewählt: diese Gelbton, Grünton und dieser Blauton. So, dann fange ich jetzt an mit dem Teller und mache meine Grundfarbe rein, die 2 zu 1 mit Wasser gemischt ist. Und dann nehme ich mein Blau und mache da so ein paar Tupfer rein. Ganz einfach, so ein bisschen verteilt. Nehme mein Grün, mache das genauso. Und fange dann an, den Teller zu drehen, sodass die Farben sich miteinander vermengen und dieser Marmorierungseffekt stattfindet. Hier sieht man schon sehr schön, wie die Muster entstehen. So, und so könnt ihr sehen, wie das dann am Ende aussieht mit der Marmorierung. So, ich habe jetzt noch einen schönen blauen Rand dazu gemacht, den ihr sehen könnt mit der Marmorierung. Und damit ist der Teller jetzt erstmal fertig, muss nur noch fertig gebrannt werden. Viel Spaß beim Nachmachen.